Schwertner für Investitionen statt Arbeitgebergeschenke. IFO-Chef Fürst fordert Anpassung in der Automobilbranche. Und Sprengstofffund in Neukölln. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 31. Oktober. Bei weiteren Wirtschaftsgipfeln sollen die Wege von Finanzminister Lindner und Bundeskanzler Scholz weiter getrennt bleiben. Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwertner, zweifelt demzufolge die Einigkeit in der Ampel in einer Pressemitteilung an. Scholz und Lindner gipfeln weiter abseits des Wirtschaftsministeriums, während der Wirtschaftsminister verlautbaren lässt, in der Ampel herrsche bei der Wirtschaftspolitik große Einigkeit. Man fragt sich, ob Habecks große Einigkeit von ähnlichem Gewicht ist, wie früher Merkels volles Vertrauen. Die fortgesetzten Ego-Trips der Ampelköpfe machen mich fassungslos. Die Unbelehrbarkeit, mit der die drei sich gegeneinander wirtschaftspolitisch profilieren wollen, verhindert jede wirkungsvolle Wirtschaftspolitik. Statt dem Gipfelchaos der Ampel brauchen wir eine Wirtschaftspolitik, die auf Investitionen statt auf Arbeitgebergeschenke setzt. Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit in Deutschland und die Verbesserung des Asylsystems auf den Weg gebracht. Darin geht es um die Bekämpfung der irregulären Migration, Islamismus sowie ein strengeres Waffenrecht und ein Messerverbot. Das entsprechende Gesetz ist heute in Kraft getreten. Das teilte die Bundesregierung in einer Pressemitteilung mit. Wie das Statistische Bundesamt vorläufig mitteilt, ist der Umsatz im Gastgewerbe im August 2024 gegenüber Juli 2024 Kalender- und saisonbereinigt real um 1,3% und nominal um 0,9% gesunken. Weiter verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023 einen Umsatzrückgang von real 2,4%. Nominal ergab sich ein Plus von 1%. Deutschlands Einzelhändler haben auch im September bessere Geschäfte gemacht als im Vormonat und blicken etwas zuversichtlicher nach vorn. Ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen erhöhten sich die Umsätze im September nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,2%. Nominal lagen die Erlöse um 0,6% über dem Niveau von August 2024, wie die Behörde mitteilte. Der Ökonom Clemens Fürst vom Münchner IFO-Institut sieht in den Sparplänen bei Volkswagen die notwendige Konsequenz aus der Antriebswende. Wenn der Umstieg auf die Elektromobilität komme, bedeutet das einfach, dass Deutschland weniger Autoindustrie haben wird. Das ist ein Strukturwandel, an den man sich anpassen muss, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Das bedeutet, dass diese Industrie wohl schrumpfen wird, so Fürst weiter. Es bringe auch nichts, an Strukturen festzuhalten, die überkommen sind. Als gestern Nachmittag ein Mann am S-Bahnhof Neukölln von der Bundespolizei kontrolliert werden sollte, flüchtete er und hinterließ eine Tasche mit Sprengstoff. Der Sprengstoff wurde anschließend kontrolliert gesprengt. Eine Gefahr für die Anwohner bestand jedoch nicht. Das teilte die Polizei Berlin gestern auf X mit. Und nun zum Wetter. Die Nacht zum Freitag zeigt sich bewölkt bei einer Tiefsttemperatur von 11 Grad. Am Freitag ist der Himmel bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 13 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.